Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Ja, wir waren hier gerade und jetzt geht wieder der Captain von Bord. Genauso. Die schwimmt mit. Die schwimmt einfach mit. Die schwimmt einfach mit. Ein bisschen. Vielleicht. Ich hatte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Moment. Irgendwo im Dschungel. Irgendwo in the Jungle. Oh, Krebse. Krebse, Krebse. Krebse, 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 Krebse. Okay. Was war das? War gerade irgendein Viech oder nicht? Lol. Da. Ma, komm hier hin. Dann nicht. Dann leck mich doch. Dann leck mich doch. Ah, okay. Wer hat dahin? Wir warten einfach und gehen einfach hinterher. Die kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ohne Scheiß, war. Warum schlachten die jeden ab? Okay, die wollen ja auch abschlachten, aber ist klar, es sind in deren Gebiet eingedrungen. Gibt er? Nicht. Ja, dem haben die nicht den Kopf abgeschnitten. Ich wollte schon sagen, das sieht aber dann ein bisschen komisch aus, ne? Holy shit. Einfach so getötet. Einfach so ohne irgendeinen Vorwand sozusagen. Ich werde mich rächen. Aber ich werde die rächen. Nein! Du sollst da wieder zurück. Richtig. Richtig. Und weiter. Ich glaube, auf dem Baum ist gar nicht so schnell. Oh, so, dass wir. Also, ich glaube, auf dem Baum vorzugehen ist, glaube ich, gar nicht so schnell. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. So, aber schnell dahin. Schnell zum Observatoriumsraum gelangen. Go, 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 go. Einfach weiterlaufen. Die sehen mich nicht. Sag ich doch, die sehen mich nicht. Ganz schnell. So, hier bin ich jetzt. Okay, da vorne müsste gleich der Observatoriumsraum sein. Better. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Okay. Hier drunter. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen unnötig, darunter so eine Animation oder sozusagen dafür zu machen. Jetzt gerade in dem Moment. Aber scheiß drauf. Go, go, go. Was mich da wohl erwartet? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen gespannt drauf. Okay, die bewegen sich. Ja. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Mis piernas! Oh, mis piernas! Wow! Muévete! No puedo! Mis piernas no responden! Okay. Déjalo, moriremos todos. ¿Has oído? Levántate. No quiero dejarte aquí. Será vuestro funeral. Por favor, está aquí. Estírate. Können hier runterfallen? Ja. Okay. Ich kann hier nicht runter. Ich kann hier nicht weg. Ah, okay. Wow. Ich wurde gerade fast zerquetscht. Ich wollte hier eigentlich da hoch, ne?
Nein. Moment. So, hier bin ich wieder. Natürlich müssen, gerade wenn man aufnimmt, muss jeder nerven. Wie komme ich denn da hoch? Meine Güte. Achso, okay. Okay, ich glaube, ich hatte jetzt. Das war jetzt gerade dumm. So, jetzt muss ich warten. Nee, das will ich doch gar nicht. Will da hoch. So. Und dann hier hoch. So. Okay, schon mal eins geschafft. Wie komme ich jetzt hier weg? Kann ich hier einfach hochlaufen? Nein. Ich laufe mal hier runter. Was jetzt aber nichts gebracht hat. Oder? Nein. Kann ich doch noch. Ja, gut. Hm. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss da hoch. So einfach, oder nicht? So, und jetzt warten, bis es wieder hochgeht. Dann kann ich einfach hier rüberspringen. Okay. Dann. Jetzt darüber. Jetzt darüber. Komme ich da hin? Wow, 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 wow. Oh mein Gott, das war gerade nicht nett. Okay, den muss ich auf jeden Fall jetzt töten. Bin nicht allzu schwer, denke ich. Aua, 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 aua. Noch später, bitte. Holy shit. Komm, töte ihn. Aua. So. Was hier der letzte? Das war der letzte. Okay, nachladen. Jetzt mal ganz schön nachladen. Holy shit, wo bin ich hier nur gelandet? Okay, gut. Schnell hoch. Okay. Wie das hier alles bewegt. Oh. Oh, nicht nochmal. Scheiße, wo kann ich denn jetzt lang? Kann ich lang? Hier? Ah. Kann ich lang? Okay. Hier dann so. Was machst du da, Edward? Sollst du einfach nur lang? Okay. Oh, 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 oh. Hä? What the fuck? Was war das denn jetzt? Oh, Menno. Warum hat mich das denn jetzt getroffen? Das konnte mich gar nicht... Oder wollte, bin ich gerade noch umgegangen? Ui. So, hier muss ich auf jeden Fall lang. Hier springt er wieder rum. Ja, doch nicht. So, hier hoch. Hier lang. Nein. So. Dann muss ich... Okay. So, ich will mal hoffen, dass es nicht hier zwischenkommt. Weil ich glaube, das wäre ganz toll. Das wäre ganz dolly doll. Okay, und jetzt hoch. Jetzt nochmal hoch. Ah, da kann ich nicht lang. Sehe ich hier lang und dann. Achso. Ich komme. So.
So. Holy shit. Man. That is freaking hoch. Hätte. Und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in. Es gibt so viel, was ich dir zeigen kann. Jetzt bist du aber tot. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwett, als ich selbst dir begehen. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etza voltes utukila. Ka bene. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Wir waren Gefäße, als sie zuletzt hier waren. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Okay. Also ihr nicht gerade gut aus mit der Botschaft. Ich glaube, die Botschaft war, glaube ich, nicht so gut, die Edward bekommen hatte. Glaube ich mal so. Kurz geschätzt. Aufwache. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffentlich. Denn die Welt ist schon fast reif. Rückkehr, vernetzt, bereit, wie ihr zweites kommt. Oh, oh, da kommen sie, diese Templer, oder vielleicht Assassinen. Idioten, alles ab. Ich beneide dich, es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von... diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe!
Sicher, sicher. Prüf den Puls. Er verblutet. Check das Opfer. Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Sie sind wach, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Bevor ich aber... Okay, ich versuche gerade schon zu laufen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Okay. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf Sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Okay. Wollen wir davon sprechen? Unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig. Und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen Sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer Ihres Lebens auf. Schärfen Sie Ihre Entermesser, polieren Sie Ihr Holzbein und segeln Sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Okay. Vielleicht könnte das ja auch so ein kleiner Anstupser sein für einen richtigen Film. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall sage ich jetzt damit, mit dem kleinen Film. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch und abonnieren. Das würde mir echt helfen. Auf Facebook und Twitter verteilen wäre natürlich super, super geil. Ich würde euch voll feiern und so. ja, Facebook-Seite habe ich auch noch, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn irgendwas ist, wenn ich nichts hochlade oder so. Ihr sollt eine Facebook-Seite liken. Ja. Das war's von mir auf jeden Fall. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.